B2B-Marketing und wie ich wirklich, wirklich, wirklich optimales Telemarketing mit E-Mail-Marketing verknüpfen kann. Und hierzu insgesamt 7 sehr, sehr wertvolle Tipps. Ich habe hier einen Blogbeitrag für dich exklusiv zusammengestellt. Kannst du hier unten, habe ich dir den verlinkt, kannst du dir hier durchlesen. Ja, völlig frei und kostenlos. Dass ich hier sofort einen Fuß in die Tür bekomme. Und hier muss ich eben das Gesetz der Reziprozität extremst in den Vordergrund stellen. Und das auch beim E-Mail-Marketing. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich als Marketer oder als Sales oder Vertriebler erstmal einen Mehrwert bieten muss. Das heißt, oder anbieten muss zumindest. Das heißt, ich muss erstmal geben, bevor ich dann auch nehmen kann. Und das besagt das Gesetz der Reziprozität.